Hallo liebe Fabela IMAC-Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einem App-Test zu TypeWriter. Bei TypeWriter handelt es sich um ein neues, toll gemachtes Plattform-Puzzlespiel, bei dem ihr sogar noch etwas lernen könnt. Der Titel ist in Kooperation mit Arte entwickelt worden und bringt euch auf spielerische Art und Weise die Entstehung der Schrift näher. TypeWriter ist für 2,69 € für iOS und Android verfügbar. In TypeWriter kontrolliert ihr zwei Punkte durch verschiedene Abschnitte. Ziel in jedem Level ist es, das Ende des kurzen Abschnitts zu erreichen. Dabei erwartet euch in jedem Abschnitt eine andere Herausforderung. Mal müsst ihr stachelige Untergründe überwinden, Abgründe überspringen, vor herunterfallenden Deckenteilen flüchten oder Gegenstände verschieben, um weiterzukommen. In manchen Abschnitten müsst ihr auch Bodenlöcher füllen, um ein Tor zu öffnen oder eine weitere Kugel zu Hilfe nehmen, um das Rätsel zu lösen. Im Spiel könnt ihr euch für eine von mehreren Steuervarianten entscheiden. So könnt ihr die Punkte durch simple Tab-Gesten rechts und links auf dem Bildschirm bewegen oder auch durch Neigen eures Gerätes. TypeWriter überzeugt nach kurzer Eingewöhnung mit einer einfachen Bedienung. TypeWriter hat einen anspruchsvollen Hintergrund, nämlich euch mit der Entwicklung der Schrift vertraut zu machen. Jeder Abschnitt spiegelt einen bestimmten geschichtlichen Hintergrund zur Schriftentstehung wider, von den Höhlenmalereien der Steinzeit bis zur Pixelart von heute. So könnt ihr alles über Helvetica, Garamond, Times New Roman, Pixel, Comic Sans und andere Schriftarten erfahren. Das Ganze wird euch aber nicht aufgedrückt. Mit Hilfe von Sternen könnt ihr Lexika-Einträge freischalten. Ein kleiner Balken am Bildschirmrand signalisiert euch, wann ihr die entsprechenden Informationen in den Abschnitten freigeschaltet habt. Drückt ihr anschließend auf den Balken, könnt ihr alles zur jeweiligen Schriftgeschichte nachlesen. Stilistisch ist den Entwicklern ein tolles Spiel gelungen. So ist jeder Abschnitt im Prinzip ein kleines Kunstwerk, bestehend aus Buchstaben und Zeichen der jeweiligen Schriftart, um die es gerade geht. Euch erwarten Bücher, Wagen und Gemälde passend zum jeweiligen Abschnitt. In Kombination mit der zurückhaltenden Musik entsteht so ein wirklich angenehmes Spielerlebnis für alle Altersklassen. Mein Fazit: TypeWriter hat mich voll und ganz überzeugt. Das Spiel ist leicht zu bedienen und vereint auf sehr überzeugende Art und Weise Spielspaß mit der Vermittlung von Informationen. Eventuell hätte man die Geschichtshintergründe noch etwas spektakulärer präsentieren können, anstatt hier nur Lexika-Einträge anzubieten. Aber das ist keine bedeutende Schwäche. Vielmehr überzeugt der einzigartige Stil des Spiels. Der Mix aus minimalistischer Grafik gepaart mit aufwendigen Gemälden im Hintergrund und vielen kleinen Details und Anspielungen sowie gelungenem Gameplay. Es ist eben so, als ob ihr euch direkt durch die Schriftgeschichte bewegt. Hinzu kommt, dass der Schwierigkeitsgrad gut gewählt wurde und mit der Spieldauer angenehm ansteigt. Ganz klar ist aber auch, wer auf laute und actionreiche Spielkonzepte steht, der wird von TypeWriter enttäuscht. Das Spielerlebnis von TypeWriter ist sehr unaufdringlich und zurückhaltend und spricht von jung bis alt alle Spieler an. Mich hat der Titel auf jeden Fall überzeugt, so dass ich eine klare Download-Empfehlung aussprechen kann. Wie immer gilt, schreibt eure Meinung zum Spiel doch in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fabian.